Parkplatz der Schule. Er war ziemlich groß und sehr stark gebaut. Er ließ uns Jungs nie in Ruhe und hat uns fast jede Pause verhauen. Er schlug uns in die Klöten und zwickte die Mädchen in die Brust. Ja, das machte ihm Spaß. Darauf hatte Kalle Lust. Nach dem Sportunterricht gab ich ihm nicht mein Shampoo. Doch nachher wusste ich, wie ätzend Shampoo schmeckt. Auf dem Pausenhof fiel mir mal aus Versehen sein Eis hin. Und ich habe es dann nachher aufgeleckt. Er ging damals mit Daniela, auch ich habe sie gefragt. Ey, ich weiß nicht mehr, wie lang ich im Krankenhaus lag. So ein Arschloch wie Karl-Heinz kannte ich noch keins. So ein Arschloch wie Karl-Heinz. Kalle, das dumme Schwein. So ein Arschloch wie Karl-Heinz, yeah. Kannte ich noch keins. So ein Arschloch wie Karl-Heinz. Kalle, das dumme Schwein. War schon immer der Stärkste der Schule. Er war ziemlich groß und sehr stark gebaut. Er ließ uns Jungs nie in Ruhe und hat uns fast jede Pause in die Klöte und zwickte die Mädchen in die Brust. Ja, das machte ihm Spaß. Darauf hatte keine Lust. So ein Arschloch wie Karl-Heinz kannte ich noch keins. So ein Arschloch wie Karl-Heinz. Kalle, das dumme Schwein. So ein Arschloch wie Karl-Heinz, yeah. Ich noch keins. So ein Arschloch wie Karl-Heinz. Kalle, das dumme Schwein. Das dumme Schwein.